Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hyrule Warriors Legends in der Limited Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hyrule Warriors Legends, das Ganze in der Limited Edition, erschienen im September 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist die Box zu diesem Spiel hier, Hyrule Warriors Legends. Wir haben hier diverse Charaktere des Spiels, unter anderem auch Link, den man ja von Zelda kennen dürfte. Dann haben wir hier unten Limited Edition stehen, Game Card plus Compass Watch, das Ganze dann auch nochmal auf Französisch, also Englisch und Französisch hier ausgeführt. USK 12, die Alterseinstufung. Auf der linken Seite sieht das Ganze so aus, wie wir hier sehen, es ist ein Spiel für den Nintendo 3DS. Hier haben wir nochmal die Inhalte visualisiert, das Spiel an sich und dann hier diesen Kompass. Auf der linken Seite diverse Charaktere, diverse Figuren und nochmal das Artwork. Und auf der Rückseite lesen wir hier Charge into Battle with the Mightiest Legends of Hyrule. Dann haben wir hier noch diverse Fotos oder Gameplay-Ausschnitte und so sieht das Ganze dann aus. Hier die Infos, die technischen Details. Barcode. Gut, von unten auch nochmal hier jede Menge Infos und Details und so sieht das Ganze von oben aus. Hier oben lässt sich das Ganze auch öffnen. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, klappen hier auf und dann haben wir hier zum einen das Spiel, das ist dieses hier und dann haben wir hier noch so einen Karton-Einsatz, der hier den Moment, der hier gerade klemmt, warum auch immer. Ah, jetzt haben wir es. So, der hier den Kompass hält. Die Box ist jetzt leer, von innen weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann haben wir hier diesen Kompass. Und hier dann auch noch eine Anleitung. Okay, also bedeutet, diese Box besteht hier im Wesentlichen aus zwei Teilen. Wir starten wie immer mit dem Spiel. Das sieht so aus, Hyrule Warriors Legends für den Nintendo 3DS. Das Cover hier voller Charaktere auf der Seite und auf der Rückseite sieht das so aus. Also auch hier wieder Fotos und jede Menge Infos zum Spiel. Dann schauen wir mal ins Innenleben. So, als erstes haben wir hier so diverse Heftchen, so Beileger. Also das sind so Infos und Gebrauchsanweisungen. Das ersparen wir uns jetzt mal. Und hier haben wir dann scheinbar zusätzlichen Content. Also was lesen wir hier? Bundle Pack, Version. Aha, aha. Okay, also wir haben hier so extra Download-Codes, mit denen wir da zusätzliche Inhalte im Spiel freischalten können, dann noch auf allen diversen Sprachen hier das Ganze ausgeführt. Auf der Rückseite geht es weiter und hier entsprechend der Downloadcode kann man dann hier freirubbeln und dann einlösen. Das Spiel an sich kommt hier, ist hier in weiß gehalten bzw. in hellgrau, ist hier eingesteckt. So sieht es aus. Also ein klassisches Nintendo 3DS Spiel. Packen wir wieder zurück. Und dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier den Kompass. Der, wie ich jetzt erfahren habe, also scheinbar, wenn ich das richtig gedeutet habe, steht ja Compass Watch. Gar kein richtiger Kompass ist im eigentlichen Sinn, auch wenn es stark danach aussieht hier mit den beiden, in diesem Fall drei Zeigern, drei Nadeln. Aber nein, es ist tatsächlich eine Uhr, die hier in Kompass-Optik kommt. Also wie man die Uhr dann entsprechend einstellt und bedienen kann, das wird einem dann hier erklärt, in allen möglichen Sprachen. Aber wir schauen uns das trotzdem nochmal an. Also der Kompass kommt hier so in Gold und Schwarz hauptsächlich. Dann hier das Ziffernblatt dann dieser Uhr in so einem Hellbeige und Gold. Wir haben hier eben drei Zeiger, Rot und Schwarz, das kennt man vom Kompass. Und Gold, das dürfte dann wahrscheinlich der Sekundenzeiger sein. Das Ganze hat hier noch einen braunen
Anhänger bzw. so eine braune Schnur, die so Leder, Kunstleder oder Kunststoff sein dürfte. Oben mit so einem schwarzen Verschluss, das kann man hier dann auch noch öffnen und wieder schließen. Und man kann dann hier entsprechend, glaube ich, hier mit dem Teil oben die Uhrzeit einstellen. Ansonsten haben wir hier alles voll mit diesen Runen. Also hier in diesem Runen-Artwork auch hier alles voll. Und auf der Rückseite dann nochmal das Logo von Hyrule. Made in China, Nintendo, okay. Grüße gehen raus. Ja, also die kann man dann entweder um den Hals tragen oder man hängt sie sich zu Hause irgendwo auf. An einen Haken irgendwo an die Wand. Dann hat man hier eine schöne Kompassuhr. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Kompassuhr mit der zugehörigen Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich das Spiel an sich, Hyrule Warriors Legends für den Nintendo 3DS. Das alles in dieser wunderbaren Box, Hyrule Warriors Legends für den Nintendo 3DS. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Hyrule Warriors Legends unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.